Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Jetzt schaut sie auf die Uhr und gibt diese Partie frei. Meppen in der ersten Hälfte, ganz in Blau von rechts nach links. Hoffenheim ganz in Weiß von links nach rechts. Immer eine Angelegenheit, die sehr kritisch ist mit dem Personal. Ja, aber Hoffenheim probiert es sich spielerisch, aber das kann sich auch rächen. Bleil setzt da gut nach, bekommt den Ball jetzt nochmal und dann der Abschluss. Kein Problem für Lina von Schrader. Aber wir verbuchen mehr oder weniger den ersten Abschluss. So, erster Eckball in dieser Begegnung für den SV Meppen. Suzuki, ja, die kann es aus der Distanz. Macht es auch und trifft. 1-0 für den SV Meppen. Nahezu aus dem Stand zimmert sie den Ball da rein. Was ein großartiges Tor für den SV Meppen durch die Nummer 5. Suzuki ersetzt die erkrankte Steenwijk und haut dann so einen Hammer raus nach 9 Spielminuten. Und das ist ein dickes Ausrufezeichen. Mit einem gewonnenen Zweikampf, das gefällt mir richtig gut, wie der SV Meppen hier auftritt. Auch so ein bisschen vielleicht die Erfahrung einsetzt, um gegen Hoffenheim zu bestehen. Und jetzt geht China und das Tor. Das 2-0 für den SV Meppen durch Licina. Selma Licina erzielt hier das 2-0 für den SV Meppen in der 30. Spielminute, die da einfach mal völlig frei durchs Zentrum laufen konnte, sich dann stark durchsetzt und dann mit dem linken Fuß abschließt. Zimmer und Suzuki sichern ab, Ball wird reingespielt, segelt einmal durch den Strafraum, Suzuki. Ball ist noch ein wenig heiß, wenn er jetzt gefährlich reingespielt wird. Und der sieht erstmal nicht schlecht aus. Ihlenburg. Nächste Chance für Meppen. 40 Minuten gespielt. Steiner. Nochmal Steiner. Links wäre viel Platz für Bitterwolf. Die bekommt den Ball auch. Bitterwolf gegen Bleil. Die macht sehr clever. Licina. Kostenwehr vorne. Rechts ist Kadesla, links ist Grosicka. Kadesla bekommt den Ball. Grosicka läuft mit Kosten im Zentrum. Kosten bekommt den Ball. Aber nicht genug Druck hinter den Ball. Und dann ist es kein Problem für Lina von Schrader. In der Schlussphase dieser Begegnung am 12. Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga. Leni Wilischek macht es direkt am Tor vorbei. Erste richtig gute Chance im zweiten Durchgang für Hoffenheim. Guter Ball, Suzuki, Kadesla. Miyoshi ist im Strafraum. Kadesla flankt den Ball rein. Wer ist da? Grosicka. 88. Minute. Endlich mal wieder eine Chance für Meppen. In der zweiten Frauen-Bundesliga hat bereits 7 für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord absolviert. Dort war sie auch in der letzten Saison ein fester Bestandteil. Suzuki nochmal. Nimmt den Ball direkt, trifft ihn aber nicht ganz sauber. So bleibt es hier beim 2-0. Und ich denke mal, dass wir hier noch jetzt knapp eine Minute haben. Nein, jetzt ist das Spiel vorbei. Meppen gewinnt hochverdient mit 2-0 gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und bleibt hier zu Hause in dieser Saison ungeschlagen. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.